So, hello meine Lieben. Soeben ging ja der Vlog von den 2 Tagen online. Ich habe ihn ein langweiliger Vlog genannt, weil ich ihn selber wirklich unfassbar langweilig fand. Aber ihr fandet ihn gar nicht so langweilig. Wir haben heute den... Den dritten? Ich glaube den dritten. Und wir haben jetzt schon mittags... Wir hatten heute Morgen mein Patenkind zu Besuch. Wir mussten auf die kleine Maus aufpassen. Und die Kinder haben ein bisschen gespielt. Jetzt haben wir Kinder geswitcht. Jetzt ist der Große bei der Oma bzw. bei seinem Cousin und die 2 Kleinen sind daheim. Ich war heute Morgen duschen, deswegen sehen meine Haare so ein bisschen wibbelig aus, aber die mache ich jetzt gleich. Und wir waren gestern im alten Haus und haben noch mal ein paar Sachen abgebaut und bauen die jetzt im neuen Haus sozusagen ein. Und der Leon bekommt 2 Lackregale. Also wir machen das halt möglichst so, dass wir halt wenig neu kaufen müssen, logischerweise. Genau, der Leon bekommt jetzt 2 Lackregale in sein Zimmer, 2 große. Ich muss mal gucken, wie das aussieht für seine ganzen Lego-Sachen, für sein ganzes Gebautes. Und der Klaus ist, glaube ich, schon oben. Und baut jetzt an die Wand. Und ich wische jetzt das eine noch schnell ab. Das steht nämlich da unten und es ist voll dreckig. Was machst du da? Streichen. Warum? Weil meine Frau es gesagt hat. Aber wieso? Weil Flecken dran sind. Von den Kindern. Hätte ich eigentlich gleich einen großen Eimer holen können, weil meinst du kommst weit mit dem Glanzschälchen? Ja. Kommst du nicht. Wie viele Schichten muss man da so machen? Und so gescheite Farbe ist eine. Ich sag gescheite Farbe. Und so eine. Mach ich. Und wie findest du es? Du hast hier ein Lego-Regal. Mit deinen ganzen gebauten Sachen. Und da hast du alles, was ferngesteuert ist. Auch so was habe. Du willst auch so ein Regal haben? Ja. Komm mal mit rüber in dein Zimmer, da müssen wir erstmal einen Platz finden. Wo willst du so ein Regal haben? Ich weiß, wo ich das.
Gänsehuderle, wir sind soweit fertig. Ich glaube, ich habe gar kein vorher gedreht, aber das war so unruhig alles, weil hier überall Lego stand, also auch da hinten und so, es war überall Lego gestanden. Und mit diesen zwei Regalen, das ist jetzt echt richtig schön. Also zum einen schützt natürlich dieses Regal vor kleinen Geschwistern, was natürlich super duper ist. Kann der Mika auch wirklich nichts kaputt machen. Und wenn der Leon natürlich an sein Gebautes ran möchte, dann kann er uns Bescheid geben oder er klettert hier einfach hoch und holt sich dann seinen Zug oder so, ne? Genau. Und hier haben wir ein Regal mit seinen ganzen Autos und seinem ferngesteuerten Zeug. Genau, ich gehe aber nochmal genauer drauf ein auf alles bei der Roomtour, die ich jetzt auf jeden Fall drehen werde. Wir haben das Zimmer, oder der Klaus hat jetzt auch gerade richtig gestrichen nochmal. Also das war volle Katastrophe. Überall war irgendwas angemalt und hier war ein schwarzer Streifen. Da oben war alles vollgeschmiert. Und hier, da muss er tatsächlich, glaube ich, noch ein paar Mal drüber. Also das war ein Kack. Hier stand nämlich die Schultüte vom Leon. Und es hat, glaube ich, mal so ein bisschen reingeregnet, weil das Fenster so leicht gekippt war. Und ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte, weil die Fenster gehen eigentlich automatisch zu, wenn es regnet. Aber keine Ahnung, waren anscheinend nur ein paar Tröpfchen. Und es ist hier alles abgefärbt und es dauert echt lang, bis das jetzt komplett abgedeckt ist. Also da müssen wir bestimmt nochmal zweimal drüber. Und da hinten ist leider die Tür kaputt gegangen. Ja, das waren die Jungs, die haben da Verstecken gespielt und naja, egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt dann nochmal genauer bei der Roomtour auf alles ein. Das wird wieder Hate geben. Der Fernseher, den hat meine Tante vor einem halben Jahr angeschleppt. Und wir haben uns gedacht, okay, bevor sie den jetzt wegschmeißt, dann nehmen wir ihn für den Leon. Genau. So, und jetzt werde ich da unten das Sofa mit der Handelektro absaugen, weil da schlafen unglaublich gerne immer unsere Katzen drauf. Und hier hinten hat der Leon sich einen Luftreiniger gewünscht. Und hier oben haben wir auch, keine Ahnung, ich glaube, der Klaus hat jetzt gerade seinen Akkuschrauber draufgelegt. Die Leni war vorhin drin gelegen und ja. Aber der Leon hat heute Nacht eh nicht in dem Bett geschlafen. Der hat heute Nacht beim Finn drüben geschlafen mit dem Mika. Genau, also jetzt mache ich das Bett frisch, saug alles ab. Dann tue ich hier wieder die ganzen Kuscheltiere drauf. Und genau, ansonsten bin ich echt super zufrieden, weil das alles mega clean jetzt wirkt. Da hinten ist im Übrigen auch eine Sensi-Lampe, aber da ist kein Duft drin, sondern er will das einfach nur als Lampe haben. Ist eine Bayern-München-Lampe. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig happy, weil das schaut wieder alles voll aus wie neu. Aber die Wände sahen echt, die waren die Vollkatastrophe, ohne Witz, ey. Jetzt muss, wie gesagt, nur noch das da hinten ordentlich abdecken und dann sind wir hier ready mit dem Zimmer.
schön? Hat die Mama schön aufgeräumt? Ja. Bloß deine Einsatzzentrale habe ich in die Dusche. Die müssen wir sauber machen, die ist schmutzig. Okay? Warum? Weil die schmutzig ist. Warum ist das passiert? Keine Ahnung. Dein Bettlein muss auch mal gewaschen werden. Die ist ganz schön dreckig. Nein. Eigentlich schon. Nein, wenn wir die in die Dusche nehmen, nutzen wir doch die in die Waschmaschine tun. Ja, die Waschmaschine müssen wir den Batman tun. So, fertig mit deinem Bett. Fertig mit deinem Zimmer. Aber ich will auch so ein Lego, wenn der Lego. Du kriegst auch ein Regal, ja. Aber natürlich. Hier kommt das Regal. Warum ist da eine Kamera? Warum ist da eine Kamera? Weil ich mitgefilmt habe, wie ich dein Zimmer geputzt habe. So. Schlafzimmer habe ich jetzt auch schnell gesaugt. Und jetzt, Okay, wow. Und jetzt. Oh Gott, schaue ich fix und fertig aus. Fix und fertig schaue ich jetzt aus. Also ich muss sagen, heute war ich schon. Also jetzt habe ich heute wirklich alles geschafft, was ich auch schaffen wollte. Jetzt muss ich nur noch meine Haare heute glätten, weil dann muss ich das nämlich morgen früh nicht mehr machen. Ich habe ja morgen früh um 8 Uhr diesen großen Bluttest, wo ich nüchtern dort sein muss. Und genau deswegen bändige ich die Mähne jetzt.